In diesem Video wollen wir uns mit der solaren Einstrahlung beschäftigen, die wir nutzen können, um aus der Sonnenenergie elektrische Energie zu gewinnen in Photovoltaikanlagen oder dass wir aus der Sonnenenergie thermische Energie gewinnen in solarthermischen Anlagen. Wie sieht das also aus? Wir haben die Sonne, die ungefähr 150 Millionen Kilometer entfernt ist von der Erde. Das ist der Abstand hier. Das sind ungefähr 150 Millionen Kilometer. Die Solarstrahlung entsteht innerhalb der Sonne durch die Fusion von Wasserstoffatomen zu Heliumkernen. Bei diesem Fusionsprozess wird Energie frei in einem breiten Spektrum, was dann auf der Erde dazu führt, dass die Erde erwärmt wird und wir diese Sonnenenergie nutzen können. Dargestellt auf dieser Abbildung ist das Spektrum der solaren Einstrahlung. In Blau ist dargestellt, wie das Spektrum der Sonne aussieht. Das heißt, wie ist die Stärke der solaren Einstrahlung in Watt pro Quadratmeter bezogen auf die Wellenlänge. Auf der Y-Achse ist die Wellenlänge aufgezeichnet. Wir haben kurze Wellenlänge, das heißt hohe Frequenzen. Wir haben den ultravioletten Bereich, dann haben wir den sichtbaren Bereich, das ist ungefähr zwischen 400 und ungefähr 700 Nanometer. Und dann haben wir den infraroten Bereich, der ungefähr bei 700 Nanometer beginnt und dann ansteigt. Das Maximum, das Strahlungsmaximum der Sonnenstrahlung liegt ungefähr bei knapp 500 Nanometer. Das heißt, wenn man sich das mal anguckt, wie ist da das Bild? Wir haben hier im sichtbaren Bereich an der Grenze zum Ultravioletten, das ist halt der Spektralbereich, der violett ist. Bei den hohen Wellenlängen sind wir dann im rötlichen Bereich und dann haben wir dort entsprechend die Übergänge, die man halt auch im Regenbogen erkennt, wenn diese Solarstrahlung auf Regen trifft. Also dass wir dort also den Übergang haben von dem roten Bereich mit den größeren Wellenlängen hin zu dem kürzeren Wellenlängen, den hohen Frequenzen bei ungefähr 300 oder 350, 400 Nanometer. In Rot noch dargestellt in der Abbildung ist die Strahlung eines schwarzen Körpers. Das heißt, wenn man die Strahlung beschreiben möchte, dass die Sonne als thermodynamischen schwarzen Körper, dann erkennt man hier mit der Oberflächentemperatur von 5800, knapp 5800 Kelvin, die Strahlungskurve eines schwarzen Körpers. Das heißt, die Sonne kann man sehr gut als entsprechend schwarzen Körper darstellen. Die folgende Karte zeigt die globale Einstrahlung in die Horizontale auf der Erde. Man erkennt anhand der Farben, dass in den grün markierten Bereichen dort liegt die jährliche Einstrahlung, das heißt die Energie auf die horizontale Ebene bei ungefähr 1000 Kilowattstunden pro Quadratmeter Fläche. Das heißt also, dass auf einen Quadratmeter horizontale Fläche pro Jahr ungefähr 1000 Kilowattstunden einstrahlen. Geht man näher an den Äquator ran, erkennt man, dass die Farben sich verändern in Richtung gelbliche und rötliche Töne. Das wäre hier in der Sahara-Region oder Mexiko zum Beispiel. Strahlungswerte von 2500 Kilowattstunden pro Quadratmeter horizontale Fläche erreichen und sogar mehr. Was man nun abschätzen kann, ist, wie viel Fläche bräuchte man theoretisch, um den weltweiten Energiebedarf zu decken. Das wollen wir uns mal exemplarisch angucken. Der Jahresenergieverbrauch der Welt beträgt ungefähr 113 Petawattstunden, also Jahresenergiebedarf pro Jahr sind 113 Petawattstunden. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, dass wir eine Anlage installieren wollen, die diese solare Energie umwandelt, 1 zu 1 ohne Verluste in Energie im Bereich der Sahara-Region, also wenn wir dort eine entsprechende Solaranlage hätten,
Dann ist die Frage, welche Fläche bräuchten wir? Also wenn wir das Beispiel machen, dass wir irgendwo hier in diesem Bereich sind, in der Sahara. Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt eine Einstrahlung in die Horizontale von 2260 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Und ja, dann ist jetzt die Frage, welche Fläche bräuchten wir? Sie können jetzt das Video mal einmal pausieren und die Rechnung selber versuchen, zu überlegen, wie groß die Fläche sein muss. Und dann gucken wir uns das, kann man sich das mal in der Rechnung ansehen. Also, was passiert? Wir nehmen erstmal den Jahresenergiebedarf, rechnen den um in Kilowattstunden. Das heißt also, wir nutzen eine etwas handlichere Einheit. Das sind 113 mal 10 hoch 12 Kilowattstunden Energieverbrauch. Energie in dem Fall heißt tatsächlich Strom, Wärmeversorgung und der Energiebedarf im Transportsektor, also alle drei Sektoren. Die Energie, die solare Einstrahlungsenergie in der Sahara-Region, das sind 2,26 mal 10 hoch 3 Kilowattstunden pro Quadratmeter. So, und die Fläche, das ist im Prinzip das Verhältnis aus dem Jahresenergiebedarf, also die 113 Petawattstunden, dividiert durch die solare Einstrahlung, also die 2,26 mal 10 hoch 3 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Und wenn man das dann umrechnet, Kilowattstunden kürzt sich raus, wir bekommen als 100 Quadratmeter, sind das 50 mal 10 hoch 9 Quadratmeter oder umgerechnet sind 50.000 Quadratkilometer Fläche oder alternativ, das wären 5 Millionen Hektar Fläche, die wir belegen müssten. Das ist ungefähr diese Fläche, die wir hier ausgerechnet haben mit den Quadratkilometern. Hat eine Kantenlänge von ungefähr 225 Kilometer. Das heißt, wenn wir diese Fläche mal hier einzeichnen, das ist eine Fläche, die in der Sahara-Region ungefähr dieser Fläche entspricht, ganz grob. Das heißt, also wir müssten eine Fläche in der Region belegen mit diesen 50.000 Quadratkilometern und wären dann in der Lage, wenn wir die Sonnenenergie einsammeln könnten und direkt in andere Energieformen umwandeln ohne die Verluste, würden wir den weltweiten Energiebedarf decken. Daran erkennt man an dieser doch recht plakativen Rechnung, wie groß das Strahlungspotenzial der Sonne auf der Erde ist und dass wir diese Energie nutzen können, um unsere Energieversorgung der Welt auf erneuerbare Energien umzustellen.